Hey Leute, herzlich willkommen zu Let's Play The Lesbian Vampire Killer World. Heute am 14. Januar um 7.16 Uhr am Morgen im Jahr 2021. Dieser Hack hier, der von dem lieben RobU gemacht wurde, hat 6 Level. Der Schwierigkeitsgrad ist hart. Und in der Beschreibung, die man hier sehen kann, die übrigens, falls ihr die anderen Hacks gesehen habt, endlich dieser Screenshot, diese SMW-Seite hat endlich wieder ihr schönes, altes Design, was ich sehr, sehr toll finde. Hier kann man lesen, dass Mario vor lesbischen Vampirkillern flüchten muss. Also, einerseits freut sich natürlich mein männliches Wesen über die Tatsache, dass es hier um Lesben geht. Ja, das ist natürlich immer geil, aber meine andere Seite denkt sich auch so, okay, Kulturmarxismus in Mario, alles klar, George Soros hat diesen Hack anscheinend finanziert. Ja, wie man darauf kommt, ob es vielleicht letzten Endes einen Anime gibt oder nicht, das, keine Ahnung, könnt ihr schätzungsweise mal nachgucken. Ich hab's jetzt spontan nicht gemacht, vergessen. Ja, die lesbischen Vampirkiller jagen Mario. Du musst ihm bei der Flucht helfen. Ja, ich weiß nicht. Ist Mario ein Vampir? Könnte sein, oder? Also erst wollte ich... Ich habe mir vorhin so gedacht, Moment, ist Mario lesbisch? Aber nein, das ist so... Die Jäger sind lesbisch. Also es ist jetzt nicht so, dass die lesbische Vampire oder so jagen, ja. Also ganz, ganz konfus. Ja, ich möchte diese Gelegenheit mal nutzen, um schon mal so auf einige Sachen eingehen zu können, um auf den Ersteindruck mal etwas, tut mir leid, ich kann heute nicht so gut reden. Ich muss sagen, ich bin etwas übermüdet, ich habe nur 2-3 Stunden geschlafen. War vielleicht keine gute Idee aufzunehmen, aber scheiß drauf, jetzt bin ich dabei. Also, ja, wie könnte das hier funktionieren? Oh, spring dich einfach durch, schätze ich, okay. Menschen sind Menschen. Also, warum sollte es so sein, du und ich, dass wir so schlecht miteinander auskommen? Gibt ihr mir gerade eine Toleranzlektion oder was soll der Scheiß hier? Ja, also grundsätzlich, das Spiel hat ja schon mal interessant angefangen, ne, mit einem Jingle, den wir ja unter anderem aus dem letzten Hack Sepp und Lena bereits kennen. Also das ist sehr, sehr interessant. Es gibt... Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob das Ding einen Global Timer hat. Oh, da bin ich nicht richtig gesprungen. Es gibt tausende von Mario-Hacks. Ja, also ich kann an dieser Stelle natürlich nochmal erklären, was ist ein Mario-Hack. Ein Mario-Hack ist Super Mario Maker in gut, in tiefgründig. Und es gibt so viele Hacks, aber man findet dann doch, wenn man so ein paar gespielt hat, so 20, 30 mindestens, dann findet man schon direkt Parallelen. Ja, das ist halt irgendwie doof, ne? Du willst auf den Rauch springen, aber dann kommen halt die Hämmerleinis raus, ist nicht so geil. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau. Ich beginne die erste Folge eines neuen Hacks immer gerne damit, indem ich, ja, Corona-Spastis disse. Aber wir können ja den Moment auch vielleicht mal nutzen und einfach auch mal die Leute... Was ist das? Das, Leute, das ist nervig. Das ist echt nervig. Warte. Ich hab die Idee. Ah, nee, doch nicht. Stimmt ja, ich wollte die jetzt packen und auf ihn werfen, aber das geht ja nicht. Die habe ich schätzungsweise gerade mit den Mecha-Koopas verwechselt. Ja, Leute, was ist denn das? Drehsprung vielleicht? Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich die Hammer-Linies abkriege, ne? Das ist ja echt behindert. Und ich dachte mir so, naja, 6 Level, wenn ich Glück habe, kann ich 2 Folgen damit rumkriegen und dann passiert einfach sowas. Hänger in den ersten Metern. Habe ich es gerade gesagt, ja, wir können auch einfach mal die Leute loben, die sich tatsächlich gegen das faschistische Corona-Regime wehren. Da habe ich ja unter anderem in den letzten Stunden so einige Sachen auf Telegram posten dürfen von Leuten, die einfach jetzt auch mal ihr Geschäft aufmachen müssen, weil sie die versprochenen Hilfegelder nicht bekommen haben. Oder Pflegekräfte, die... Was?
Ist der überhaupt... Habt ihr das gerade gesehen? Es sah ja so aus, als ob ich den gar nicht penetrieren könnte. Ja, danke. Toller Leck. Oder Pflegekräfte, die das halt nicht verstehen, dass sie sich jetzt impfen lassen müssen, wo sie doch die letzten 10 Monate so klar gekommen sind. Ja, also die haben ja die ganze Zeit mit, wenn man denn der Meinung ist, dass es wirklich existiert, Corona zu tun gehabt, und die sind ja kerngesund, weil sie sich natürlich richtig geschützt haben und so weiter. Also warum müssen die jetzt geimpft werden, oder generell, warum muss man überhaupt Leute impfen? Also wenn die Pflegekräfte, die Krankenschwestern, die ja unmittelbar, Dankeschön, ganz ehrlich, ich mache hier ein Safe-Set, kannst mich mal, die unmittelbar mit Corona, ist im Endeffekt irgendwie dasselbe, die unmittelbar mit Corona zu tun haben, wenn die doch kerngesund sind, dann müssten doch die normalen Menschen noch mehr geschützt sein, weil die haben ja eigentlich noch weniger mit Kranken zu tun, ne? Aber okay, das ist nun mal so. Ja, krass, oder? Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, gut, dass das so schwierig wird. Okay, ich dachte, das ist jetzt vielleicht richtig hardcore, deswegen habe ich mal beide mitgenommen, aber das war ja jetzt kein Problem. Hui, da wäre er ja fast zurückgekommen. Hm? Oh, das ist der Mittelpunkt, okay. Ja. Es ist immer so dieses... Ich weiß nicht, Leute. Geht's mir nur so? Ich meine, ich krieg ja kaum Kommentare. Ich krieg kaum Rückmeldungen. Deswegen ist es immer schwierig. Manchmal zweifle ich da auch so ein bisschen an mir selber. Es gibt Hacks, die behaupten, hart zu sein. Die sind's da nicht. Und dann gibt's Hacks. Also die würde ich dann in die Kategorie normal einstufen. Und dann gibt's solche Hacks, wo ich sagen würde, ist das noch hart oder ist das nicht schon wieder zu viel? Ja, ist schwierig, die zu triggern. Aber okay, wir haben es ja jetzt geschafft. Das heißt, ich habe jetzt hier theoretisch meine 5 Versuche, wenn wir den Checkpoint legitim verwenden wollen. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist einer von diesen Hacks, die... Ja, warte. Ja. Egal. Hat sich trotzdem minimal gelohnt. Vielleicht ist es einer von diesen Hacks, wo die zweite Hälfte einfacher ist. Verdammte Scheiße. So viel Verkehr hier. Achso, Ruby ist einfach sein Name. Nein! Manchmal kriegt man ja Indikatoren auf ja, weitere Probleme. Weitere Levelmaßnahmen, deswegen dachte ich jetzt, vielleicht steht der jetzt Run oder so. Dann war das nur sein verfickter Name. Zu viel Verkehr, Leute! An sowas möchte ich ungern sterben, an so einer fucking Gegnerhorde. Na gut, Schlafstimme brauche ich ja gar nicht. Kann ich einfach warten, bis der über den Berg fliegt. Flieguard. Zack. Zack. So, was war jetzt nochmal das Problem? Ach ja, ich bin zwischen die Buchstaben gesprungen. Zwischen denen. Ja, passt. Kriegen wir hin. Ja, aber er provoziert es halt auch echt. Ja, also, ja. Ist aber echt so, Leute. Ich fand die erste Hälfte deutlich schwerer. So, die Frage ist jetzt, was machen wir mit den 4 Leben? Naja, vielleicht habe ich Glück und der macht so seine Autospeicherscheiße da. Ja, perfekt. Übrigens, man sieht ja oben links bei, dass Mario in so einem Kästchen ist, ne? Da ist schätzungsweise irgendwas schief gegangen. So sieht man normalerweise in, also was sieht man eigentlich immer, wenn irgendwas nicht richtig gemacht wurde. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich finde das hier, dann wiederum den Effekt hier. Diese Schwärze finde ich gar nicht mal so doof. Das gibt dem Meer wirklich eine gewisse Tiefe. Das gefällt mir sehr. Habe ich bisher auch noch nie so gesehen. Man ist ja immer so tief unter Wasser, aber es ist trotzdem so immer so hell. Das hier ist dann dementsprechend echt realistischer. Nicht, dass ich jetzt einen Anspruch auf Realismus stellen mag oder so. Ich meine, schaut euch unsere Welt an, die ist alles andere als realistisch, ja. Also ich meine, die Frösche und Vögel und Ameisen da draußen, die denken sich auch so, ja, keine Ahnung, ne, fuck it.
Aber der Mensch, der ist ja komplett durch die Decke gegangen. So wie dieser Fisch da. Der hat sich auch einfach gesagt, ja, nee, so kann ich nicht mehr weitermachen. Okay, das ist aber auch hier alles wieder sehr provokant. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich ein Safe-State gemacht habe. Naja, Leute. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ja, ob das jetzt das Tempo so bleibt und wir pro Folge nur ein Level schaffen oder ob das einfach jetzt nur ein Ausnahmefall war. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.